Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go. So, wer fährt jetzt mit mir in Skiurlaub? Neue Mavi-Länder. Heute ist einfach schon Heiligabend. Manche Leute regen sich mal richtig auf, wenn ich sage, dass Weihnachten ist, weil eigentlich ist es am ersten Weihnachtstag Weihnachten, sagen die dann, aber wir nennen es jetzt einfach mal Weihnachten. Ich war jetzt gerade duschen, meine Haare waren ein bisschen angeföhnt und den Rest lasse ich jetzt einfach in der Luft trocknen. Ist gerade durchgekämmt und hier meinen Leave-In-Conditioner reingesprüht. Der ist sehr gut übrigens von Oai Kwai. Ich kann es immer noch nicht aussprechen. Und ich überlege gerade, was ich mit meinen Haaren überhaupt machen soll heute. Ich glaube, ich mache meine Curtain Bangs auf den Lockenwickler, damit die ein bisschen Volumen haben und den Rest mache ich mit dem Glätteisen entweder so nach außen oder nach innen. Oder vielleicht mache ich Locken mit dem Lockenstab. Heute Abend, also um 5, gehen wir zu Oma und Opa. Da kommt auch meine Tante, mein Onkel, hat meine Brüder sind alle da, Oma und Opa, meine Eltern. Das war's auch schon. Aber halt unsere ganze Family so. Und ich freue mich schon voll, das wird mal richtig lustig. Und dann gibt's heute Abend Geschenke, packen wir Geschenke aus und feiern schön. Und ja, ich dachte, ich mache einfach so ein bisschen Get Ready With Me für Heiligabend. Und dann schaue ich mal, was ich heute Abend noch alles filmen kann. Und jetzt gehe ich gleich mal rüber zu meinem Schminktisch. Weil ich habe überlegt, ich wollte mir so Fake-Wimpern ankleben. Ich habe nämlich ja bei DM habe ich so Wimpern geholt. Individuelle, die kann man so dran kleben. Also keine so ein Stück Wimpern, sondern ich wollte nur welche so nach außen kleben. Deshalb testen wir das gleich mal, ob ich das hinbekomme oder ob ich immer noch zu doof bin dafür, mir Wimpern anzukleben. Und dann wollte ich auch meine Augenbrauen irgendwie ein bisschen anders machen. Ich weiß nämlich, manchmal mache ich meine Augenbrauen, male ich hier so ein bisschen nach. Wir gucken mal. Heute für Weihnachten hole ich mal alles raus, was geht. Ja, ich weiß, ihr seid alle voll traurig, dass dann der Mavi-Länder bald zu Ende ist. Aber ich auch irgendwie, es hat voll Spaß gemacht. Und dieses Jahr war es gar nicht so stressig, mit dem Mavi-Länder zu filmen. Aber ich plane jetzt, dass ich dieses Video zuerst hochlade, dass ihr es dann an Weihnachten bekommt. Also, frohe Weihnachten, Leute. An alle. Ich hoffe, ihr könnt schön feiern mit eurer Familie. Und mit euren Liebsten und schöne Festtage und Feiertage. Und dann habe ich aber noch so ein paar Sachen im Petto. Also seid nicht traurig, da kommt noch das Room-Makeover und so. Hier aus Deutschland. Aber ich wollte jetzt erstmal das zu Weihnachten hochladen, weil sonst interessiert sich ja keiner mehr für Weihnachten. Alright, wir können noch die 42... Die 42. Wir können auch die 24 noch aufmachen von meinem Adventskalender. Die letzte einfach. Ich hatte das in die Lidschattenpalette drin. Als ich es eingepackt habe, war ich schon so, ja, safe, weil das so eine viereckige Form hat. Anastasia Beverly Hills einfach. Guck mal. Das ist voll teuer. Das kenne ich. Das ist für die Lidschattenpalette. Oh, die Farbe ist voll schön. Fireworks. Pretty. Oh, die finde ich auch schön. Wo ist das Pretty? Da. Seht ihr das? Ich gucke mal, ob ich was drauf mache für Weihnachten heute oder vielleicht für Silvester. Warte mal, mein Adventskalender ist jetzt einfach zu Ende. Auf jeden Fall versuche ich jetzt hier mal meine Wimpern mir anzukleben. Lashes to impress. Ich hoffe, sie impressen mich. Warum sind die auch so lang? Wer hat so lange Wimpern? Habt ihr das überhaupt? Also ich habe da jetzt noch keinen Lash Glue drauf, aber so sah das aus, würde ich es an die Enden machen. Hä, ja, das ist eigentlich voll gut. Oh, warum habe ich da jetzt nicht schon Kleber dran gemacht? Das wäre voll schlau gewesen. Ich sehe aus, kenne ich diese vom Grinch? Diese Who's oder wie die heißen? Diese mit ihren Nasen, die so sind. So sehe ich aus wegen den Wimpern. Ich gebe auf. Diese Wimpernkacke geht mir richtig auf den Keks. Okay, ich bin fertig mit meinem Make-up. Und jetzt ist hier alles voller Wimpern. Aber ich habe jetzt gerade mir ein paar Outfits rausgesucht, die ich zur Auswahl hätte. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr am besten findet. Also kann ich es jetzt nicht lesen, aber ich sehe es dann später. Also wir hätten zur Auswahl einmal diesen roten Pullover mit Rollkragen. Dann das Kleid hier. Das ist so auf Schulter und grau. Das finde ich eigentlich richtig schön. Und dann hätte ich noch hier so ein Oberteil. Wartet, das ist jetzt ein bisschen schwer zu zeigen. Das ist so, seht ihr, dann geht da hier noch sowas drüber. Ist halt auf Schulter und dann hängt das hier so runter. Und das gleiche hätte ich hier auch nochmal in beige, seht ihr? Das ist... Du musst es so machen. Das ist ein Lätzchen. Nein, das musst du da umschlagen. Das ist ein Oberteil? Ja. Hä, aber es hat gar keine Arme, oder wie? Das ist so auf Schulter. Was ist kaputt? Was für eine Scheiße. Das ist ein Kleid. Oh, nee. Also, Max hat gesagt, das einzig Schöne an meinen ganzen Sachen wäre dieser Pullover. Ist natürlich nicht so dieser Hose, ne? Also, das müsst ihr nur bis hier gucken. Das wäre das Kleid. Ich finde, es ist so ein bisschen grau-maus.
So, das war jetzt meine Favorite Option, glaube ich. Einfach diese Hose mit den Sternen, weil die ist eigentlich voll cool. Und dann halt dieses Oberteil. Ja, ich habe nochmal alles umentschieden. Ich habe jetzt ein Kleid an. Das sieht man bei der Kamera gar nicht so gut gerade. Es hat hier so eine Seite mit so einem Glitzerträger. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Sie hätten es ein bisschen kürzer machen können, aber egal. Das ist mein Make-up übrigens. Also ich habe einfach nur ein bisschen so Kajal gemacht und keinen Lidschatten, glaube ich, weil sieht ein bisschen zu viel aus. Ich habe meine Ohrringe gerade schon reingetan und dann muss ich mein Parfüm noch drauf tun. Was noch? Schuhe finden. Ich brauche noch irgendein Jäckchen dafür, sonst ist es so kalt. Ich habe überlegt, entweder das oder ein pinkes. Oh, das ist gar nicht so schlecht, tatsächlich. Oder Nummer 2. Das finde ich jetzt auch gar nicht schlecht. Ich habe mich entschieden. Ich glaube, ich finde die Jacke besser. Ich finde, die sieht noch ein bisschen schöner aus und fällt mir auf in dem Pink. Lass das so. Ich war gerade so unten und die Glitzerachs angezogen und Max war so, also das geht gar nicht. Okay, mein final Outfit ist jetzt das hier mit den Converse. Ich finde die Converse sind besser als die Axt. So, ich habe mir noch eine Tasche gepackt, alles hier reingemacht. Und ich habe meine Pantoffel mitgenommen, weil Leute, ich weiß nicht, den ganzen Tag hier in den Converse rumlaufen will. Und jetzt gönnen wir los. Ich freue mich. Das Beste ist, ich habe immer Geburtstag vor Weihnachten und dann kriege ich immer Geschenke vor den anderen, bevor sie Geschenke auspacken. Weil mein Onkel, meine Tante, ich will erstmal mein Geburtstagsgeschenk. Hoffe ich zumindest heute auch. Opi, willst du mal zeigen, was es zu essen gibt? Gerne, ja. Opi war früher Koch, ne? Früher gut. Jetzt bin ich Rentner. Jetzt ist er Rentner, dann ist immer noch Koch. Mit dem Koch habe ich mir so viel zu tun. Aber er zeigt mir, was es zu essen gibt. Eine Kürbiskernsuppe? Ja. Dann gibt's, wer keinen Fisch macht, kleine Steaks, Flügelsteaks. Und wer Fisch macht, der kriegt das. Also ich. Wo finde ich das? Ja. Da? Da ist noch draußen. Ah, okay. Dann sehen wir es gleich. Aber das ist zusätzlich. Oh, das ist zum lecker. Fisch. Gemüse. Gemüse, das ist für mich, ne? Ja, ist für dich. Und Opi, freust du dich auf die Geschenke gleich? Danke. Nein, Geschenke. Geschenke? Geschenke. Freust du dich auf die Geschenke? Fast, fast. Und dann wollte ich meine Kürbissuppe zeigen, nur die im Hintergrund waren so laut, deshalb jetzt als Voice-Over. Die war auf jeden Fall richtig lecker und dann gab es ja auch noch so Dips fürs Baguette. Und hier seht ihr unseren Nachtisch. Guckt mal, Schokopudding mit Eisstern drauf. Nicht. Ja, das schmeckt gut. Wir haben jetzt gegessen, machen jetzt Bescherung. Ich freue mich schon. Guck mal, wie es hier aussieht. Wir haben einfach alle das so hingelegt. Es gibt irgendwie keine Ordnung, glaube ich. Es war lustig, wir suchen immer die Geschenke. Wir haben auch einmal, haben wir letztes Mal gemacht, da haben wir gewürfelt, wer sein Geschenk auspacken darf. Die anderen sind gerade noch am Essenstisch. Ich muss sie jetzt mal bewegen, hier hinzukommen. Bescherung, Leute, ab geht's. Ich habe für meine Brüder extra schönes Papier gewählt. Das Möhrenpapier. Das ist einfach der Running Gag bei uns heute. Das Möhrenpapier bleibt für immer iconic. Unboxing! Wie, mein Parfum. So, wer fährt jetzt mit mir in den Skiurlaub? Ich habe die Brille. Skiskills nicht, aber die Brille stimmt. Und Oma hat hier Kopfhörer geschenkt bekommen und guck mal, wie süß. Sie hat erstmals entdeckt, wie die funktionieren. Den Rest vom Abend haben wir nur noch alte Filme von früher angeschaut. Guck mal. Und das war es auch schon mit dem diesjährigen Marvilander. Ich hoffe, er hat euch gefallen und danke für euren Support, dass ihr immer eingeschaltet habt. Und jetzt sehen wir uns im nächsten Video wieder am Sonntag. Da kommt mein What I Got for Christmas online. Und ich habe euch ganz sehr lieb und frohe Weihnachten!